Moin Leute, wir sind zurück in West Hunt und heute gibt es eine Voll-Banditen-Runde. Denn ich bin heute den ganzen Tag Bandit, meine Damen und Herren. Ganz genau, und es sieht wie folgt aus. Ich habe mir natürlich den guten alten Shapeshifter geholt. Das heißt also, wenn der gute alte Roman Romanski, übrigens Roman ist auch dabei, hab ich vergessen zu sagen. Hallo guten Roman. Guten Tag, hallo, ich bin Roman. So, und Roman ist mit am Start. Roman ist mit am Spart. Ey, was ist heute los? Kann ich mehr reden, ey? Ich bin einfach dumm geworden. Ich bin ein dummer Bandit bin ich einfach. So, Roman weiß nicht, wer ich bin. Er muss herausfinden, wer ich bin. Und in den letzten Folgen war das Ganze schon super nice. Deswegen, Leute, schaut auch euch die letzten Folgen an. Und es war echt cool. Und heute bin ich wieder unterwegs als Bandit. Da gibt's schon einen Tipp gab es schon. Okay. Ein Tippidoppi. Ich bin verkleidet. Übrigens, habe ich es eben schon gesagt, aber ich habe Shapeshifter. Das heißt also, ich kann mich im Prinzip verkleiden. Ich kann es euch mal gleich demonstrieren. Aber erstmal lassen wir Roman ins kalte Wasser aber laufen. Erstmal vergiftest du hier das Wasser. Nein, Mann, ich bin gerade eine schöne Fluppe am Rauchen. Du hast nicht mal als Aufgabe. Oh yeah. Du hast doch noch nicht mal Zigaretten. Das ist nicht gesund, Mann. Hey, warte, nicht anzielen. Das bist aber du. Du Wer bist weiß. Es. Wenn jetzt Poisoning the Water ist, Lars. Oh, da ist aber ein ganz schön großes Problem. Oh, Resting. Okay, nochmal Glück Du weißt, wo das ist, ne? Resting ist im Hotel, oder? Es ist hinterm Hotel, um genau zu sein. Hinterm Hotel? Also würde ich vielleicht darauf achten, wer jetzt hier gerade aus dem Hotel rausgeht. Mehr Tipps kann ich dir nicht verraten. Ich glaube, ich sollte eher darauf achten, wer mich hier versucht, gerade hinters Licht zu führen. Madam Blue. Komm. Zeig mal, wie du um die Kante läufst. Pass auf, aber ich mache jetzt eine wichtige Sache, die auf jeden Fall noch gemacht werden muss. Und das ist das Tanzbein schwingen eventuell gleich. Oder vielleicht doch das Wasser vergiften. Oder gehe ich erstmal mein Pferd füttern. Vielleicht tue ich auch die Medizin nehmen. Wer weiß, Erdbeereis. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Nee. Oh mein Gott, was? Was? Was ist? Hey, stopp! Niemals würde jemand so eine Kurve laufen. Roman. Ich glaube, du bist einfach nur vielleicht von dem ganzen Whisky, den du getrunken hast, ein bisschen beduselt als Sheriff. Drunken Sheriff einfach. Okay, also läufst du da jetzt einfach so entlang. Und läufst jetzt einfach die Treppen hoch oder eher nach links? Oh mein Gott, ich glaube, du warst das, Mann. Ich glaube, das warst du, Mann. Vielleicht bin ich auch gerade an dir vorbeigelaufen, wer weiß. Doch mal, das bist du. Du bist sowas von nicht vor. Nein, hast du Verkleiden dabei? Ja, ich habe mich jetzt verkleidet. Hast du es gerade gehört? Ich bin wirklich gerade sowas von straight du durch dich durchgelaufen. Blau, nein, war ich nicht. Ich bin gerade straight durch dich durchgelaufen und du hast es nicht gesehen, du Fisch. Und jetzt bin ich einfach jemand ganz anderes wieder. Ah, oh, das mit dem Verkleiden ist so mies, Mann. Oh yeah. Tatsächlich, da ist die Blaue. Poisoning the water. Und dann stealing Medizin hast du nicht richtig gemacht. Das heißt, oh mein. Einer von denen hier in der Nähe. Wer von denen bist du? Digga, da ist diese Blaue jetzt einfach so wieder vor mir. Warum redest du nicht? Ich kann nicht reden. Stealing the medicine. Oh mein Gott, Junge. Was war das für ein MLG-Trick gerade? Hast du es nicht gesehen? Ich war, Alter, oh mein Gott. Ich bin als Frau hinter diese Pferdekutsche gegangen und habe mich einfach dahinter umgezogen und kam als Typ wieder hervor. Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott, was? Einfach mal ganz schnell das Outfit gewechselt. Ding. Jetzt kann ich mich nicht mehr updressen. Ich kann mich nicht mehr umziehen. Du kannst dich nicht mehr umziehen, okay. Nee, Mann. Jetzt bin ich halt wirklich auf gut Deutsch am Arsch. Leute. Barbershop. Der Barbershop. Und du hast gesagt, du bist ein Mann. Ich bin ein Typ, ja. Ich bin eben einmal durch dich durchgelaufen, hab mich hinterm Haus umgezogen und dann habe ich mich... Ey, stopp, hör auf! Aha. Du musst bribing the barman, nicht the barber. Also Roman, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du wirklich... Passenger Luggage musst du klauen und du musst jetzt noch das mit dem Barman machen. Einer von denen musst du sein. Ja, warte mal. Also, wenn du Passenger Luggage klauen musst, dann muss es einer sein, der hier am Bahnhof oder sowas sein muss. Oh mein Gott, die Frau. Ich habe die Frau im Blick. Die Frau. Bist du Flirting? Hä, es gibt aber die Flirting-Quest nicht. Hä? Hä? Warte mal. Passenger Luggage ist doch eigentlich hier drin gewesen. Ja. Das ist das Passenger Luggage. Ja, aber ich bin gerade da beim Dings, bin ich gerade hinten beim Barkeeper. Verstehst du das? Ich bin beim Barkeeper. Okay. Weil ich bin hier nämlich gerade bei jemandem, der genau jetzt gerade die Passenger Luggage beklaut. Hä? Aber der hat sich so weggedreht. Und jetzt kommen da nochmal zwei weitere. Oh nein.
Okay. Ich habe hier schon einen Verdächtigen. Ich bin mir ich habe, glaube ich, gerade ganz dolle Bauchschmerzen. Vielleicht sollte ich mir auch noch eine Fluppe für zwischendurch smoken. Was? Warte mal, ich schau mir mal kurz. Warte mal, es gibt zwei neue Tipps. Bribing the Barman. Passenger Luggage. 6 Minuten und 5 Sekunden. Warte mal. Entschuldigen Sie, Herr. Ja, bitte? Bleiben Sie sofort stehen. Ich bin eine ganz normale Dame, die hier gerade sich einfach um den Barkeeper kümmert. Hallo. Hey. Klaust du da gerade die Medizin? Na, was, Alter? Du hast mich einfach erwischt beim Dings. Nein, weil du, Was? Die Zeit ist um. Die Zeit war um, Mann. Du hast zu lange gebraucht. Oh mein Gott, aber ich stand genau... Ich hab gerade gedacht, ich stand genau bei diesem Medizin-Ding. Ich hab schon gewusst, dass du es warst, Mann. Das war so krass. Oh Mann, okay, nochmal. Okay, die Banditenrunde geht weiter mit Roman. Bandito. Okay. So. Ganz entspannt, ganz locker flockig am Start sein. Wo sind sie? Wer ist das? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe dich jetzt schon. Oh mein Gott. Was? Das funktioniert? Was? Wie schnell hast du denn jetzt diese Aufgabe schon gemacht? Okay. Ich bin auf jeden Fall heute hier der schnellste Bandit, den es überhaupt nur gibt, habe ich so im Gefühl. Kann das sein? Alter, was? Wie viele Aufgaben hast du denn jetzt schon gemacht? Postboard? Water hast du schon gemacht? Oh, Junge. Mir geht's gut. Es ist alles okay. Tampering with the postboard, poisoning the water. So, entweder du machst jetzt weiter mit stealing Medizin auf der einen Seite. Oder niemand. Resting. Dann poisoning the stealing the passenger's luggage. Oh mein Gott. Klaust du wieder stealing the passenger's luggage? Hallo, Sir. Sir. Guten Tag. Ich bin eine wunderschöne Dame. Sofort stehen bleiben. Wenn jetzt der Tipp ist Passenger Luggage. Ich bin eine wunderschöne Dame. The Outlaw was stealing the passenger luggage. Entschuldigen Sie bitte, der Herr. Bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Ich habe hier jemanden, mit dem Sie reden müssen. Alter, das ist aber nochmal derselbe in der anderen. Alter, der klaut auch einfach. Aber das, Alter, du bist dieser grüne Typ. Du bist dieser Typ mit den Federn, Mann. Bist du? Hallo? Gott. Alter. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Was hast du für eine Fähigkeit dabei, Mann? Ich hab Shapeshifter. Hä, bist du jetzt der Typ mit den gelben Federn? Nein, ich bin jetzt einfach umgezogen. Oh yeah. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Junge, du bist so ein G. Du hattest mich so, du hattest mich fast gehabt, Mann, ich sag's dir. Du hattest mich so knapp. Warte mal. Du hattest mich so knapp gehabt. Und jetzt als nächstes würdest du wahrscheinlich Medizinklauen machen. Das heißt, eine von den Frauen bist du. Du bist entweder die hier oder die andere, die jetzt gerade von mir weggeht. Ja, oder vielleicht bin ich ja auch einfach ein... Oh, bitte nicht. Bitte töten Sie mich nicht. Ich will hier doch nur einfach ein bisschen mit meinem... Ich trauere hier gerade um meinen Partner. Hä, irgendeiner raucht? Das bist du, Mann. Ich glaube, ich gehe der hier hinterher. Oh, dann schieß mich doch ab. Komm, töte mich doch, wenn du das denkst, dass ich eine wunderschöne Frau bin. Wen verfolgst du denn? Verfolgst du so eine Indianerin oder so eine normale Cowboy-Frau? Wie so eine Frau, schwarze Haare. Und beobachte, wie sie um die Ecke läuft. So, ob das hier NPC-like ist oder nicht. Komm, warum hast du aufgehört zu reden, seitdem ich dieser Frau hier... Weil ich mich gerade konzentriere, dass ich einfach meinen Partner betrauern kann. Verstehst du das? Okay. Komm, schieß doch! Trau dich doch! Oder hast du etwa Angst? Ich habe keine Angst. Ich schieße! Und? Oh no! Jawoll! Du bist so ein Sack. Das Ding so habe ich gehabt! Du bist so ein Sack! Ich wollte mich die ganze Zeit nochmal umziehen, aber du warst so nah bei mir. Tja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich hasse dich. Mach noch eine Runde. Okay, ich bin wieder back. Der Umziehkönig schlechthin. Okay, die letzte Runde war ein kleiner Fail, Leute. Aber diese Runde wird auf jeden Fall heftig. Poisoning the water, da legt schon einer direkt los. Hallöchen, guten Tag, der Herr. Oder die Dame da hinten.
Da ist keine Dame. Yo, du bist mir eben auch so lange hinterhergelaufen, Mann, bis du erst geschossen hast. Richtig gut, ey. Das war richtig krass, Mann. So, wenn aber ich mache jetzt, ein paar zur Verwirrung, mein Lieber. Poison ein paar Stück zur Verwirrung. Es gibt keine Quest, die bisher erledigt wurde. Außer dieser eine Cowboy. Wie keine Quest, die erledigt wurde? Das Problem ist, man hat so wenig Zeit irgendwie nur. Weißt du, was ich meine? Mit den Quests, meinst du? Ja. 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 Ich kenne nichts, was so schön ist wie du. Ich bin kein Mann im Sombrero. Also, um dich nicht anzulügen, Roman. Ich bin der Typ, was? Nein. Ich habe gesagt, ich lüge nicht. Du lügst nie? Ich lüge nie. Du hast hier Medizin geklaut. Verstehe. Okay. So. Ich bin hier schön am Sachen machen, am Chillen, Millen. Grillen. Medizin hat hier jemand geklaut. Echt? Wer macht denn sowas? Medizin geklaut? Oh, eine weitere Quest, die aufgeploppt ist. Was wurde hier nochmal gemacht? Ey, ich habe so wenig Quests nur geschafft, Mann. Ich habe so wenig Zeit. Es ist schon 2 Minuten 30 vorbei. Was wurde noch gemacht? Stealing the goods. Da wurde ein bisschen was geklaut. Interessant. Vielleicht waren sie das. Oder vielleicht waren sie das. Oder sie. Wie wäre es, wenn du einfach mal schießt? The Outlaw was tampering with the postboard. Irgendjemand hat mit dem Warte mal, das Postboard ist doch hier gleich um die Ecke. Dann muss es ja wirklich jemand gewesen sein, der hier um die Ecke war. Du musst hier irgendwo in der Ecke sein. Du musst hier irgendwo in der Ecke sein, Mann. Na, nee, ich bin hier einfach gerade ganz chillig am Chillen. Feeding the horse. Da ist einer. Bist du das? Fütterst du hier gerade das... Oh mein Gott. Ein weiterer Tipp? Ein weiterer Tipp, also. 2 weitere Tipps! Oh mein Gott! Feeding ich hasse dieses Horse? Spiel! Ich hasse dieses Spiel so sehr! Von der Bank? Also irgendjemand hat das... Du hast jetzt schon das Pferd gefüttert und du warst bei der Bank. Und bei der Bank, bei 3 Minuten 15 warst du da. Das ist gar nicht so lange her. Du hast die Quest nicht beendet gehabt. Junge! Ich sag dir, der Sheriff kann auch schneller laufen, wenn es dem Ende naht. Oh mein Gott, Roman. Du bist 2-mal oder sowas, hast du mich fast gehabt, Mann. Ich hab mich jetzt schon 2-mal umgezogen wegen dir, Mann. Aha. Aber das ist doch so unfassbar unfair, Mann. Du hast dich 2-mal schon umgezogen? Ich hab mich schon 2-mal umgezogen, weil du einmal gesehen hast, dass ich beim Pferd war. Dann bin ich hinter das Haus, hab mich schnell umgezogen. Du warst die Frau, die Lilane. Ja. Oh mein Gott. Ich bin eine wunderschöne Frau. Ich bin immer noch eine wunderschöne, bezaubernde Dame. Aber dieses Mal wirst du mich nicht kriegen. Aha. Denn ich habe nur noch eine einzige Quest. Nein, warte mal. 2 weitere. Getting a haircut hast du bestimmt gemacht. Well water hast du gemacht. Oh, getting a haircut hast du nicht ganz geschafft. Beim Barbershop. Warte mal, wieder 2. Unfinished, getting a haircut. Du hast 2-mal nicht geschafft. Oh mein Gott, was ist denn jetzt wieder? Du warst bei der Bank wieder. 4,52. Roman, es ist, dein Schicksal ist besiegelt, weil diese Stadt leider nicht groß genug ist für uns beide. Was hast du gemacht? Feeding the horse, getting a haircut, stealing money from the bank, poisoning the well water. Jetzt gibt's nur noch einen Typen, der die ganze Zeit jetzt hier noch mal zur... Das bist du. Du, ich das würde bist nicht... Du! Ich war's nicht. Du warst die Frau mit dem Hut. Ich war gerade auf der anderen Seite, weil ich dachte, wenn ich jetzt in den Friseur reingehe, war das mein Ende. Mist. Okay, das war eine sehr, sehr geile Folge heute, Leute. Falls ihr Bock auf mehr habt, lasst super gerne ein Like da. Und ansonsten schaut bei Roman vorbei, checkt die letzten Videos aus und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.